Ja, guten Tag. Hier ist Andreas Baum von der Piratenfraktion Berlin. Heute geht es um Fahrscheinlos im Rahmen der im Rahmen der Reihe Gesamtnetz. Was bewegt uns morgen? Und wir haben heute eine Veranstaltung hier im Büro der guten Laune mit bei Martin Delius zu eben diesem Thema und haben da uns zwei Gäste eingeladen. Und jetzt haben wir als erstes die Judith Demper. Ja. Und von der Kampagne Ticket teilen. Und ja, vielleicht stellen Sie sich mal kurz vor und was Sie mit dem Thema Mobilität zu tun haben. Ja, ich komme von den Naturfreunden und wir haben im letzten Jahr die Kampagne Ticket teilen gestartet, wo es darum geht, Solidarität im Alltag zu zeigen. Wir haben festgestellt, dass unsere Gesellschaft sich immer mehr polarisiert, die Armut immer mehr zunimmt, immer mehr Menschen ausgeschlossen sind vom gesellschaftlichen Leben. Und weil wir als Naturfreunde möchten, dass die Menschen halt die Möglichkeit haben, sich überall hinzubewegen, natürlich hauptsächlich in die Natur und Sport zu treiben. Dafür ist aber Mobilität natürlich auch notwendig, haben wir uns gedacht, es ist eine gute Idee, diese Kampagne anzustoßen. Das Ziel ist, mit allen möglichen Partnerinnen und Partnern in der Gesellschaft in Kontakt zu kommen und am Ende sowas wie den Fahrscheinlosen, möglichst auch kostenlosen ÖPNV für alle zu ermöglichen. Okay, und jetzt gibt es ja auch den Titel oder den Begriff Recht auf Mobilität. Was genau würde das denn bedeuten? Also wir denken, dass Mobilität auch eine Demokratiefrage ist. Teilhabe funktioniert gerade in der Großstadt nur darüber, dass ich auch mobil sein kann, dass ich also auch von einem Ort zum anderen komme, also gesellschaftliche Teilhabe in jeder Beziehung, auch natürlich soziale Teilhabe. Und da finden wir, gehört eigentlich Mobilität mit zu den sozialen Menschenrechten. Und deswegen setzen wir uns dafür ein und möchten, dass alle Menschen die gleiche Möglichkeit haben, sich von A nach B zu bewegen. Ja, um eben am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, um eben auch, egal ob es jetzt politische Teilhabe, soziale Teilhabe, sich einzubringen in die Gesellschaft. Dann war auf jeden Fall schon mal ein gemeinsamer Punkt, denn ungefähr genauso haben wir das auch unter anderem in unserem Wahlprogramm ja formuliert, was wir 2011 gemacht haben zur Abgeordnetenhauswahl. Jetzt habt ihr ja solche Buttons, die man verwenden kann, um zu signalisieren, dass man an der Kampagne teilnimmt und eben ansprechbar ist, auch für Leute, die sich eben ein Ticket teilen möchten. Was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt viele, also das ganze Jahr vom letzten Februar an, da startete die Kampagne. Bis heute gibt es eine gute Nachfrage von Menschen, die ihr Umweltticket teilen wollen. Denn der Inhalt der Kampagne ist ja, dass du praktisch deine Mitfahrgelegenheit, die du auf der Umweltkarte hast, offensiv anbietest, indem du den Button trägst. Und da gibt es sehr gute Erfahrungen. Wir haben bis jetzt 15.000 Button unter die Leute gebracht. Angesichts dessen, dass 350.000 Leute in Berlin eine Umweltkarte haben, ist das natürlich immer noch erst ein Anfang. Aber wir haben uns sehr gefreut darüber, dass Berlin so solidarisch ist. Und was uns noch so ein bisschen fehlt, ist die andere Seite, Möglichkeiten an potenzielle Nutzerinnen heranzutreten. Ja, die Möglichkeit an potenzielle Nutzerinnen heranzubringen. Da sind wir darauf angewiesen, dass eben andere Organisationen uns unterstützen und da offen sind. Wir haben uns zum Beispiel an Obdach e.V., mit Obdach e.V. zusammengearbeitet oder auch mit den Stadtmissionen. Also an die haben wir uns gewandt, da gab es noch nicht so ein Feedback. Aber so, dass man halt die Möglichkeit bekommt, es auch an den Menschen mitzuteilen, mit denen man gerne teilen möchte. Was habt ihr denn jetzt für eine weitere Strategie noch? Ist das sozusagen eine Kampagne, die auf Dauer jetzt so angelegt ist und die sozusagen so weiterläuft? Oder was haltet ihr vielleicht als nächsten Schritt davon, tatsächlich die Fahrscheine dann abzuschaffen und einen komplett fahrscheinlosen ÖPNV anzubieten? Also das ist ja unser Hauptziel. Wir haben gedacht, also, dass man das Thema, indem man eine Handlungsoption anbietet, also nicht nur das Thema politisch in den Raum stellt, sondern eine Handlungsoption anbietet, dass da das Thema mehr Menschen erreicht. Und eigentlich ist das Feedback, was wir haben, ein gutes Zeichen dafür, dass es auch funktioniert. Aber es geht uns natürlich insgesamt darum, dahin zu kommen, dass jeder Mensch dieselbe Möglichkeit hat, mobil zu sein. Das heißt, einen fahrscheinlosen, möglichst auch kostenlosen
ÖPNV in Berlin und möglichst darüber hinaus natürlich auch. Unsere Idee ist, dass der erste Schritt in die richtige Richtung wäre, dass das Sozialticket angepasst wird an das Geld, an die Mobilitätspauschale des Hartz-IV-Satzes. Also entweder in die eine Richtung oder andere Richtung. Und da ist ja Berlin durchaus in der Lage, allein zu entscheiden und das für Berlin und den Verkehrsverbund einzuführen. Ja, genau dazu haben wir auch schon einige Arbeit gemacht, wo wir uns aber leider in der jetzigen Konstellation im Abgeordnetenhaus noch nicht durchsetzen konnten. Wir haben dazu Anträge gestellt, die genau das Problem adressiert. Aber schön zu sehen ist auf jeden Fall, dass man auch heute schon fahrscheinlos fahren kann, nämlich genau mit dieser Kampagne, wenn man es drauf anlegt und sozusagen daran teilnimmt. Und ja, dann bedanke ich mich erstmal für die Infos und für die Auskünfte und ja, wünsche weiterhin viel Erfolg. Ich denke mal, das sind ja verschiedene Ansatzpunkte erstmal von uns und von Ticketteilen, die aber im Grunde dann auf dem weiteren Weg doch vielleicht auch an einen sich gemeinsamen treffen Endpunkt können. Ja. dann treffen können. Genau. Ja, vielen Dank auch, Gut. ja, für die Unterstützung. Danke.